Oh, hallo Jungs. Bye, Jungs. Komm her. Komm her. Oh. Oh, ey. Das. Oh, 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 oh. Ja. Ein paar mehr Augen, kann das sein? So nicht, kleiner Wuselmann. Oh. Ich hätte gerne OCD und Savant. Das wäre eine interessante Kombination. Einfach durchgehen, spammen und gucken, was rauskommt. Und. Oh, hey. Komm her. So. Und hier ist eigentlich gar nichts, ne? Ein paar Sachen zum kaputt hauen, aber. Nee. Aber gut, wir sind hier wegen der Mana. Wir haben jetzt 49 von 75. Da geht noch ein bisschen was. Oh. Autsch. Vorsichtig, bist du ein Doom was? Nein, bist du nicht. Oh, Mana, sehr schön. Schwung. So. Alles für Gold. Runter, runter. Oh, oh. Okay. So. Oh, oh. Und da ist ein doofer Hund. Deswegen meinte ich nicht doof. Ich meinte eher, weil ich bei denen meistens sterbe oder Schaden nehme. So. Komm schon, einen Mana-Trank noch, dann ist alles gut. Oh. Du mit deiner doofen Keule. Ja, hier waren wir schon. Rechts geht's weiter. Und wir machen ganz schöne Fortschritte hier im Maya-Bereich. Lebenspunkte halten sich auf einem nicht so tollen Wert. Aber das können wir ja vielleicht bald ändern. Ah. Kein Kämpfen. Okay. Ja, das war einfach. Vampir, Vampir, Vampir. Grace. So, jetzt töten. Jo. Also einmal töten, weil wir Lebenspunkte durch die Viecher bekommen. Und weil wir Lebenspunkte durch die Stacheln bekommen, wenn sie dann irgendwann irgendwo kaputt gehen. Oh. Wenn sie dann irgendwann irgendwo kaputt gehen. Oh. Oh, das war knapp. Oh, Ping-Pong, Ping-Pong, Ping-Pong. Yeah. Oh. Okay. Okay. Ich warte mal hier, den kann ich am meisten sehen. Ihr wollt nicht kaputt gehen, oder? Ich glaube, die haben entweder einen festen, eine feste Anzahl an Lebenspunkten und mit jedem Mal gegen eine Wand donnern, verlieren sie einen. Oder es ist einfach nur eine random Chance und ich sollte nicht hier bleiben, weil ich sonst getroffen werde und das bringt gar nichts. Okay. Bist du ein? Nein. So. Mana ist voll. So, du nicht. Oh. Zing, zing. Okay. Da ist noch so ein doofer Wolf. Oh, Hühnchen. So. Menno. Ich will auch bloß gucken, ob hier jemand zu Ende ist. Dann kann ich ja auch zurückgehen. Ich will jetzt nicht zurückgehen und den Spiel den ganzen Weg nochmal gehen müssen. So. Doofes Ding. Warum schießt du auch schräg? Jetzt sag nicht, weil all deine Freunde das auch machen. Oh. Okay. Oh, du bist so ein. Genau. Da. Oh.
was. Over zweiter, du was. Okay. Oh. Stirb. Das ist noch so ein weißer Typ. Hm. Das ist eine schöne Stelle. So. Jetzt haben wir die Ecke. Die Ecke vom Turm auch durch. Also wir können in Seelenruhe zurück zu der Stelle, wo die Kiste war, die wir nur erreichen konnten, wenn wir alle Gegner töten. Und dann müssen wir einfach Glück haben. Wenn nicht, räumen wir einfach weiter irgendwo auf. Das passt schon. Oh doch, hier fehlt noch ein Raum. Oh, passend. Schwusch. Schwusch. Oh, du bist nicht echt. Du, hey. Was denn nicht echt ist, hält ihn nicht davon ab, echten Schaden zu machen. Oh. Yep. So, jetzt können wir aber zurück, oder? Oh. So, Karte sagt, es geht im Turm noch weiter. Aber nur ganz links unten. Wo war jetzt der Raum mit dem Skelett? Ich glaube, da im Wald, ne? Ja, das kann sein. Erstmal nehme ich das mit. Wir sollten jetzt anfangen, das Essen einzusacken. Dann teleportiere ich mich kurz dahin zurück. Ja, nehme hier auch die Statue mit. Mach dann hier den Maya-Bereich zu Ende. Zu Ende. Und dann machen wir die Sache mit dem Skelett. Die war ja schon mal nicht viel. Das heißt, ein Raum noch nach oben. Aha, okay. Ein Raum nach oben, wo es eine Abzweigung gibt. Ja, so. Fast abzusehen. Doofer Scharfschütze. Hund. So. Okay. Oh. Du was? Nein. Wow. Oh. Das sah sehr knapp aus. Okay. Habe ich irgendwo Gold übersehen? Ja, hier. Oh. Wusch, wusch. Hab dich. So. Oh, da oben ist noch was. Wo sind wir gerade? Warum sehe ich nicht, wo... Achso, da sind wir, okay. Wir müssen nach rechts, nach unten und nach links. Zing. 12.000 Gold. Sehr schön. Das ist ja viermal Angriffskraft. Eine Jukebox. Oh, warte mal, ich kann hier die Musik suchen von Pomme de Terre. Yeah! Sehr schön. Also, Turm ist offiziell clear. Nein, ist er nicht. Bei dem Boss geht's noch einmal runter. Und warum kann die Musik nicht bleiben, wenn ich den Raum verlasse? Oh, 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 so. Bossraum, Turm, genau. Von da aus nach unten. Genau hier. Ding. Noch eine Truhe. Schön, schön. Ja. Oh. Yee. So. Sehr schön. Obwohl, warte mal. Den Zauber hier kann ich schon mal benutzen. Der bringt auch nichts. Da ist die Axt. Okay. Das ist unfair. Du triffst mich auf jeden Fall. Ja. Ah, genau. Und die Axt habe ich jetzt, oder die Zauber habe ich jetzt einfach alle benutzt, damit ich das nachher nicht machen muss und ich in der Zwischenzeit schon mal wieder ein bisschen mehr Mana sammeln kann. Aber wir hätten ja so oder so Mana verschwenden müssen. Aber das mache ich lieber jetzt, wo ich am Cap war, als... Ne? Macht Sinn. Jetzt müssen wir mit einer Axt das Skelett töten. Yeah. Das durch die...
Tatsache verstärkt, dass wir einen Barbaren spielen, der nicht ganz so hell ist und dementsprechend weniger mal Schaden macht, können nicht so toll werden. Oh, warte mal, du kommst auch mit. So. Dich lassen wir stehen. So, wo müssen wir uns hinstellen, um den zu treffen? Wir haben auch nur einen Versuch. Ich glaube hier. Nein! Oh, Axt, Axt. Ein Mana-Punkt fehlt und wir können hier drin keine Mana bekommen. Das, nee, das kriegen wir nicht hin. Okay, war ein netter Versuch und eine nette Idee, aber nee, da braucht man einen wesentlich höheren Mana-Pool für. Zing. Also das oder einfach nur ein, zwei Punkte mehr Intelligenz. So, kaputt, kaputt, kaputt. Oh. Stimmt eigentlich, dieses knatschende Geräusch oder knirschende Geräusch, was die Ritter machen, wenn sie sich umdrehen, könnte man auch fast als Grummeln auffassen. So nach dem Motto, ich muss mich schon wieder umdrehen. Oh. Zing, zing. Oh, Lebenspunkte. Schön viele Lebenspunkte. Du bist... Hey! Du solltest eigentlich sterben. Das war der Plan. Genau, so. Oh. Au. Aber ja, Baba war definitiv die entspannendste Wahl, sagen wir es mal so. Um alle Level clear zu bekommen. Hält halt viel aus, kriegt schnell Lebenspunkte wieder. Und wir machen so schon genug Schaden, dass es nicht wirklich auffällt. Truhe. Kaputt, kaputt, kaputt. Ja. Komm schon, wir hätten gerne wieder eine Blaupause. Ich glaube, im ganzen Run bisher haben wir, also jetzt in diesem Leben, haben wir gar keine Blaupause gefunden, oder? Das ist schon eine halbe Stunde. Okay. Schwing. Okay. Hachu, Hachu. Dich nehmen wir mit. Die Lebenspunkte. Ja, Lebenspunkte auch. So. Oh. Ach, genau. Ich fresse eine Hähnchenkeule und danach treffe ich sofort Gegner, die man leicht killen kann und viele Lebenspunkte bringen, weil sie sich aufsplitten. Oh ja. Wir haben volle Lebenspunkte. Wir haben fast 16.000 Gold. Und wir wurden mal nicht von einem Wolf getroffen. Das ist doch ein schönes Leben. Oh. Aber es wird definitiv Zeit, dass wir in New Game Plus wechseln. Nee, hier muss ich nicht lang. Edge Badge. Ich war schon auf der anderen Seite. Oh. So, kurz hier gucken. Wir könnten jetzt auf die Sense wechseln. Oh, warte mal, ich probiere mal was aus. So. Er hat jetzt die Sense gelernt, oder sie. Mal gucken, ob das die Savant-Eigenschaft irgendwie beeinflusst. Und dass wir jetzt vielleicht permanent die Sense haben, weil wir sie gefunden haben und nicht irgendwo in unserem Hinterstübchen aufgetaucht ist. Alle Gegner besiegen. Jo, gerne. Der Wolf bringt sich gerne selber um. Bei den ganzen Stacheln da unten. Das passt. Oh. Oh, das sind keine richtigen Stacheln. Ja, nee. Bei den Stacheln ist das nur für uns doof, nicht für den Wolf. Ah, irgendwo lebt noch was. Ich glaube, ein Wolf. Da. Komm schon, gib mir hier Papier. Grace. Na egal. Oh. Dieser doofe Bommel auf deren Helm. Wie kann der mir so viel Schaden verursachen? Ja.
16.500 Gold. Also was haben wir jetzt durch? Die erste Etage haben wir durch und den Turm haben wir durch. Wald werden wir auch bald durch haben. Fehlt dann noch die Hölle. Wobei das ja echt problematisch werden könnte. Oh, da ist ein Secret. Danke, Kugel. Wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen, wenn das Ding ja nicht drin gesteckt hätte. Eine Vault-Rune fürs Schwert. Also springen.